Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Hokus pokus fidibus, ein schlechter Anfangsgag, der muss. Und ich glaube, damit habe ich das eigentlich schon erledigt und wir können direkt dazu übergehen, das Ding auszupacken, oder? Wundervoll! Hokus pokus ist ein alter, von Disney produzierter Real-Life-Film mit Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy, der natürlich bereits ebenfalls in einer normalen Steelbook-Version veröffentlicht wurde, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, aber jetzt dann auch in einer 4K-Fassung erscheint. Ich kann an der Stelle sogar, weil ich mir die damals beim Release auch zugelegt habe, einen kurzen Vergleich zeigen mit der alten Standard-Blu-ray-Edition. Und damals hat man ein komplett anderes Motiv gewählt. Und was ich auch ziemlich cool finde, man hat eben sogar diesen typischen Slip, den Disney hier verwendet, zum Motiv angepasst, was ich eigentlich recht clever und recht kreativ finde. Aber wir schauen dann in diesem Sinne einmal weiter, finden eben hier auf dem Steelbook Frontcover ein neues Motiv, das ich persönlich wesentlich schöner finde als das alte Steelbook Frontcover, dieses Motiv. Schauen wir uns aber eben erst in Kürze an. Zuerst vielleicht einmal einen Blick nach hinten, wo wir nämlich neben den ganzen technischen Angaben und so weiter uns zuerst einmal mit der Information anfreunden müssen, dass eben dieser Release ohne deutsche Tonspur auskommt, weder auf der Blu-ray noch auf der 4K-Disc ist eben die deutsche Synchro enthalten, für diejenigen, die das, denen das wichtig ist. Und dann können wir mal auf das Steelbook schauen und sehen hier gleich einige Dinge, die uns als Steelbook-Fans durchaus gefallen sollten. Wir finden nämlich hier unten den Filmtitel in einer geprägten Form vor. Das ist zwar etwas, das hat Disney auch beim alten Steelbook noch gemacht. Dafür aber haben wir hier kein Full-Gloss-Steelbook, sondern eines, das eben nur hier unten, und jetzt wissen wir alle, warum ich diese Full-Gloss-Steelbooks nicht mag, weil auch wenn ich nicht einer von diesen Unboxern bin, der mit weißen Samthandschuhen die Steelbooks angreift, wasche ich mir die Hände tatsächlich extra, bevor ich Sammlungsupdates mache, eben damit so etwas nicht passiert, aber bei manchen schwarzen Finishes hat man trotzdem keine Chance. Dafür finde ich es recht cool, dass dieser Gloss-Finish dann eben hier nur auf den einzelnen Charakteren ist und ansonsten der Hintergrund eben nicht mit dem Full-Gloss-Finish behandelt ist. Wir sehen dafür dann nämlich eben hier auch sehr, sehr schön diesen Metallic-Effekt im Hintergrund, dass das Ganze wirklich absolut wunderschön seine Ebenen darstellt und eben der Vordergrund auch optisch im Vordergrund ist. Das finde ich sehr cool. Weitaus cooler als das alte Motiv. Echt genial. Schauen wir, was uns auf dem Backcover erwartet. Das wird jetzt gleich noch viel geiler, denn hier haben wir einerseits natürlich dasselbe Finish und dabei eben die Katze, den Baum, den Grabstein beziehungsweise den Zombie. Ist es ein Disney-Film mit Zombies? Geil. Mit dem Full-Gloss-Finish, aber auch hier den Hintergrund ohne Full-Gloss und dafür aber mit einigen sehr schönen Glitzereffekten und Silbereffekten. Aber schaut euch verdammt nochmal das hier an. Es ist ein durchgehendes Artwork. Und anders als bei Soul hat es Disney damals eben auch verstanden, diese durchgehenden Elemente, also jetzt auch wenn der Boden nicht ganz auf derselben Ebene ist, aber das kann man irgendwie noch hügelmäßig erklären, ist es ein wirklich wundervolles durchgehendes Motiv. Es hat den Filmtitel auf dem Spine. Es hat, ach ja, tatsächlich in meinem Fall das Steelbook einen leichten Versandschaden davon getragen. Das ist mir vorher noch nicht aufgefallen, beziehungsweise Versandschaden ist fraglich. Ja, na doch. Ich habe ja nämlich schon damals beim ersten Auspacken, ja, bemerkt, dass hier offensichtlich was draufgefallen ist, aber jetzt beim Spine ist es natürlich eindeutig, dass ich das Ding dann, das wird aufwendig, noch reklamieren muss. Anyways, wir schauen weiter nach innen, da finden wir nämlich einerseits hier, damit sie sich nicht löst, die Blu-ray, die hat übrigens dasselbe Design wie damals auch die Blu-ray im alten Steelbook, außerdem finden wir jetzt aber eben hier neu und exklusiv die
4K-Disc mit einem anderen Motiv. Und man kann eben auch sagen, dass auch wenn das Innendesign vom alten Steelbook ähnlich ist, sie haben sich die Mühe gemacht und ein neues Innendesign gemacht. Dafür hatte das alte Steelbook ein Booklet, das jetzt bei der 4K-Version nicht dabei ist. Falls euch das alte Steelbook noch mehr interessiert, kann ich an der Stelle auf jeden Fall darauf hinweisen, dass ich auch dazu bereits ein separates Review- und Unboxing-Video hier auf meinem Kanal habe. Also falls ihr jetzt gerade so dreinschaut und euch denkt, ich will unbedingt das alte Steelbook sehen, das könnt ihr definitiv auf meinem Kanal. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich dreinschaue, wenn ich an die Postzollstelle denken muss, dann ist ungefähr das meine Reaktion. Das ist auf jeden Fall das Hokuspokus-Steelbook, meiner Meinung nach irgendwie von Disney ganz nett gemacht und glücklicherweise eben wieder einer der Releases, wo wir uns bei einer bei einem 4K-Release nicht auf irgendwelchen Streaming-Dreck beschränken müssen, sondern wo es glücklicherweise auch eine physische Version gibt. Das finde ich sehr lobenswert, dass das Ganze bei mir dann halt nicht im lobenswerten Zustand angekommen ist. Es ist halt wieder nur ein weiterer Punkt von meiner langen, langen Liste an Pech.